Liebe Freunde und Abonnenten meines YouTube-Kanals, ich möchte euch allen auf diesem Wege einen guten Rutsch ins Jahr 2023 wünschen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten, die wir seit mehreren Jahren zu bewältigen haben, durchstehen und mit Hoffnung und Zuversicht diese Krisen, die uns die Politik beschert hat, meistern. Ich werde mich von niemandem mehr in meinem Leben zur Solidarität nötigen lassen. Zumindest nicht von Menschen, die ich nicht als Vorbild für mich anerkenne, deren Glaubwürdigkeit ich in Frage stelle und denen ich nicht mein Vertrauen schenke. Das ist sicher. Die Corona-Krise, die Pandemie, die jetzt wohl dem Ende entgegengeht, hat gezeigt, dass es viele Menschen in unserem Land gibt und gegeben hat, denen man zu Recht nicht trauen kann. Ob sie nun Politiker sind, ob es Medienschaffende sind, ob es Künstler sind, ob es andere Prominente in unserem Land sind. Sie haben alle mit ihrer Hetze, mit ihrer Denunziation, mit ihrer Ausgrenzung, mit ihrer Bösartigkeit, die sie offen zur Schau getragen haben, diesem Land und den Menschen massiv geschadet. Das werde ich diesen Verbrechern, und das sind sie für mich, niemals mehr vergessen. Niemals mehr. Und auch jetzt versuchen sie wieder, an unsere Solidarität zu appellieren. Ohne mich. Ich bin nicht solidarisch mit Politikern, denen wir diese Probleme zu verdanken haben, unter denen wir jetzt alle zu leiden haben. Und das ist offensichtlich. Für mich tragen Politiker Verantwortung dafür, Konflikte im Vorfeld zu erkennen und dafür Sorge zu tragen, dass diese nicht zustande kommen. Und wenn Politiker durch ihr Handeln oder ihr Nichthandeln Konflikte herbeiführen und durch falsche Entscheidungen unser Land ins Elend führen, unsere Industrie schaden, unseren Bürgern schaden und große Teile der Bevölkerung in Armut führen, können Sie von mir keine Solidarität erwarten. Ich bin lieber solidarisch mit der ausgestreckten Hand, die ich beim Spaziergang irgendwo in der Stadt oder anderswo treffe und die mich um Hilfe bittet. Aber nicht mit irgendeinem Politiker. Diesen traue ich nie mehr. Und auch der Justiz nicht und vielen anderen in unserem Land, die nie gezeigt haben, dass sie Mitläufer sind und kein Rückgrat haben und alles, was die Politik entscheidet und gemacht hat, billigen und mitgemacht haben. Das war eine bittere Lektion für mich, dachte ich doch, nach 1945 hätten wir sowas wie die Demokratie in unserem Land und Gewaltenteilung. Weit gefehlt, weit gefehlt. Das Mitläufertum ist jederzeit möglich und es gibt keine Gewaltenteilung mehr. Alle haben in dasselbe Horn geblasen und sind gegen die Bürger vorgegangen, die anderer Meinung waren, die sich anders verhalten haben, die Maßnahmen kritisiert haben. Das werde ich nicht vergessen. Trotzdem ein frohes neues Jahr 2023 und hoffen wir auf bessere Verhältnisse, auf echte demokratische Verhältnisse, auf echte Gewaltenteilung in diesem Land, auf Medien, die ihren Namen verdienen, die ihrer Aufgabe gerecht werden und kritisch auf das, was die Regierenden tun, blicken. Hoffen wir auf Prominente mit Rückgrat, die ihre Fehler erkennen und bekennen und daraus Konsequenzen ziehen und sich nie mehr so verhalten. Aber es gibt auch einige leuchtende Beispiele für Andersdenkende, die den Mut hatten, sich der Kritik auszusetzen,
die nicht davor zurückgeschreckt haben, obwohl sie persönlich dadurch Schaden genommen haben. Denen allen gilt mein allerhöchster Respekt, mein allerhöchster Respekt und den Mitläufern meine Verachtung. In diesem Sinne, alles Gute.